Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal des House of Blessing Freikirche Telfs. Wir wollen dich mit der folgenden Botschaft segnen und würden uns freuen, wenn du uns als Abonnent auf unserem YouTube-Kanal erhalten bleibst oder auf unserer Webseite oder auf unserer Facebook-Seite hineinklickst. Vielen Dank. Gottes reichen Segen. Und so möchte ich euch heute in der Predigt etwas sagen, wo vor allem für mich ist. Heute predige ich besonders für mich. Wenn es jemand anderen auch berührt, dann ist es gut. Aber ich weiß, ich brauche es für mich. Eine autobiografische irgendwie Predigt heute. Weil es mich sehr, sehr betrifft im Moment. Und ich möchte euch da ein Stück weit hinführen zu dem, die Titelfolie ist verloren gegangen, es tut mir leid. Sie kommt irgendwann zwischendrin. Ich sage euch kurz, was das Thema ist, weil irgendwo ist sie ganz bestimmt. Lass mal. Es geht heute ein Stück weit um Weisheit. Und Weisheit bedeutet doch was ganz Besonderes. Danke dir, Heinz. Wenn bei mir alles fliegt, passt gut. Ich mache das auch da her, dann kann es mir nicht mehr fliegen. Und dann können wir... Heute geht es um Weisheit. Und ich möchte dich heute herausfordern und auch mich persönlich, gib der Weisheit Gottes eine Chance in deinem Leben. Das ist Thema heute. Gott möchte dir heute Einblick geben in seinen großen Plan. Aber wir müssen bereit sein, Weisheit zuzulassen. Wir wissen, dass Gott die Welt erschaffen hat. Manche sehen das vielleicht nicht so. Aber die Kinder Gottes sehen das so. Dass Gott die Welt erschaffen hat. Dass er der Schöpfer dieser Welt ist. Und wenn ich davon ausgehe, dass er der Schöpfer der Welt ist, dann weiß er ja, wie seine Welt funktioniert. Er weiß, wie die Welt funktioniert, weil er sie erschaffen hat. Ich weiß nicht, ob es irgendjemanden gibt, der vielleicht einmal in seinem in früherer Zeit vielleicht einmal mit Ingenieurwesen zu tun gehabt hat oder Handwerker ist und etwas baut. Wahrscheinlich hat jeder von uns schon zumindest ein IKEA-Regal zusammengebaut. Auch ich, wo ich zwei linke Hände habe, habe das auch schon machen dürfen. Und manchmal schaut man auf den Plan und denkt, wie geht das jetzt? Und man wird gern den fragen, der das komische Ding gebaut hat. Und wir müssen dann nachschauen, ja, und wie geht das? Und irgendwann ist es dann doch gelungen. Es ist einfacher zu wissen, wie etwas funktioniert, wenn ich es selber baue. Es gibt zwei Menschen unter uns, der Heinz und der William, die haben zu Hause bei uns was gebaut. Was ganz was Wichtiges. Nämlich unser Gartentor. Wir wohnen an der Bundesstraße. Das heißt, wenn dieses Gartentor nicht da wäre, wären unsere Kinder mit Sicherheit schon 35.000 Mal auf die Bundesstraße gerannt und wer weiß, was passiert wäre. Und es ist interessant, weil dieses Gartentor hat eigentlich kein Schloss. Außer wir tun eines hin. Es ist nur so konstruiert, dass man es nach innen aufmachen muss. Und jeder, der zu uns zu Besuch kommt,
kommt mit dem Gartentor erstmal nicht klar und denkt, es ist gesperrt. Und ruft mich an und sagt, Simon, wie geht denn das da? Ich denke mir immer, ja, wie sicher ist denn sowas? Wir haben nicht einmal ein Schloss und trotzdem kommen die Leute nicht rein. Also die Leute fragen mich, wie ist denn das konstruiert, dass man das aufbringt? Der William und der Heinz wissen es genau, weil sie haben es gebaut. Das heißt, wenn ich irgendwas brauche zu dem Gartentor, es wird ein bisschen schief oder irgendwas ist... William war gestern bei uns und hat gesagt, ich muss es mal wieder lackieren, gell? Also er weiß genau, was dieses Gartentor braucht, damit es wieder funktioniert. Weil der William und der Heinz haben es gemeinsam gemacht. Und ich müsste zum William und zum Heinz gehen und sagen, hey, ich glaube, da ist irgendwas falsch, ich weiß gar nicht, was das ist. Und genau so ist es mit Gott. Wenn wir nicht mehr weiter wissen bei irgendeiner Sache, die hier in dieser Welt passiert, dann müssen wir unseren Schöpfer fragen. Weil der weiß es ganz bestimmt. Er hat alle Weisheit in dieser Welt, weil er hat die Welt erschaffen. Und mir fällt es extrem schwer, gerade in schwierigen Situationen, der Weisheit Raum zu geben. Mir persönlich. Ich richte mich jetzt ganz speziell an die Männer, weil es gibt einen Feind, den habe ich. Vielleicht noch andere Männer und Frauen. Der Feind heißt der Grant. Der kriegt in Tirol einen eigenen Namen, der Grant. Der ist sogar männlich, der Grant. Nicht die Grantin, sondern der Grant. Ich sage euch was, wenn bei mir der Grant aufsteigt, das ist so schwierig, den da zu drucken und sage, lass mich in Ruhe jetzt. Und in diesem Moment kann ich mich manchmal nicht kontrollieren. Aber ich weiß, was es braucht, um diesen Grant loszulassen, braucht es Weisheit. Weil es ist ja schwierig, ich sage euch was. Wir haben ja die Vergebung, gell? Aber wenn ich mich auf die Vergebung verlasse, ja, dann brauche ich jeden Tag Vergebung. Weil der Grant kommt immer, wenn ich nicht brauche. Also besser wäre es, die Weisheit zu fragen, die Weisheit zu haben, dass ich erst gar nicht in diese Grant-Situationen komme. Und ich möchte euch meine absolute Lieblingsstelle im Moment zum Thema, wo ist der Grant und was ich dagegen tun kann, ist in Sprüche 8. Gott hat mich die ganze Woche dorthin geführt und ich bin gestern Abend wieder da reingefallen, habe wieder dem Grant ganz viel Raum gegeben und dabei Menschen verletzt. Nicht körperlich, aber vielleicht seelisch. Und da heißt es, hör zu, wenn die Weisheit ruft. Sei aufmerksam, wenn die Einsicht die Stimme erhebt. Sie steht auf den Hügeln und an den Kreuzwegen. Bei den Stadttoren am Eingang der Stadt ruft sie laut, ich rufe euch, ihr Männer, und wende mich an alle Menschen. Das war für mich so eine Einsicht, dass wir diese Weisheit haben können. Wir müssen nur zuhören. Wir müssen nur schaffen, ihn, bevor der Grant kommt, zuzuhören. Wenn er sich ankündigt in dir, dass du zuhörst, was Gott sagt. Hör zu, wenn die Weisheit ruft. Und die Weisheit sei aufmerksam, wenn die Einsicht die Stimme erhebt. Sie steht auf den Hügeln und an den Kreuzwegen. Ich möchte euch diese Woche aufrufen, sucht nach der Weisheit. Sie steht überall, wo man sie sich nur vorstellen kann. Wenn da steht, sie steht an den Kreuzwegen am Eingang der Stadttore, ja, vielleicht steht sie auch bei dir am Eingang irgendwo.
bereit, dass du sie reinlässt. Vielleicht klopft sie bei dir, bei deiner Tür an, im Herzen oder auch zu Hause in deiner Tür. Lass nicht nur die Liebe Gottes rein, sondern nimm die Weisheit mit, weil die soll dein Begleiter sein. Und wenn wir davon ausgehen, dass der Heilige Geist uns führt, dann bringt er uns hin zur Weisheit. Ich rufe euch, ihr Männer, und wende mich an alle Menschen. Lass uns diese Woche bitte Ausschau halten nach der Weisheit, wo sie euch begegnet. Und ich bin sicher, sie begegnet euch genau im richtigen Moment. Aber dazu braucht es absolute Ruhe und Gelassenheit. Also genau das Gegenteil vom Herrn Grant. Gib dem Grant keine Chance, such stattdessen die Weisheit. Gott hat sie für dich, ganz bestimmt. Lass uns weiterlesen. Werdet weise, ihr Unerfahrenen, gewinnt an Einsicht, ihr Narren. Ist schon ein bisschen klarer, gell? Ist schon ein bisschen brutaler jetzt. Hört auf mich, denn ich habe euch Gutes zu sagen. Die Weisheit hat uns Gutes zu sagen. Die Weisheit ist nicht etwas, das uns strafen will und sagt, du hast das und das gemacht. Die Weisheit ist niemals mit erhobenem Zeigefinger, sondern sie weist den Weg. Alles, was ich sage, ist richtig. Denn ich spreche die Wahrheit und verabscheue die Lüge. Das ist ein großer Unterschied zum Herrn Grant. Der Herr Grant, der ist ein Werkzeug des Feindes. Und der Feind ist der Vater der Lüge. Er lügt dich an, versucht dich zu manipulieren, dass du dem Grant mehr Raum gibst. Aber die Weisheit verabscheut die Lüge und ist immer richtig. Alle meine Worte sind gerecht. Nichts an ihnen ist hinterhältig und falsch. Mei, wie oft tue ich mir schwer, das zu unterscheiden. Gerade der Hinterhalt ist es ja, oder? Er ist Hinterhalt, das kommt von hinten. Das sieht man nicht so. Oder hast du hinten Augen? Keiner von uns hat hinten Augen. Wir können nur uns auf das Gespür des Heiligen Geistes verlassen, wenn etwas von hinten kommt. Weil der Heilige Geist uns spüren lässt, da ist was im Hintergrund. Könnt ihr, wenn ihr auf der Straße geht und jemand hätte jetzt zum Beispiel keine Schuhe an, also ich höre den eigentlich nicht. Manchmal, wenn sich jemand von hinten nähert, du spürst es und drehst dich um und schaust. Das ist Gespür, das vom Heiligen Geist kommt. Weil hinten siehst du nichts. Und das ist das, was ich auch heute sagen möchte. Lass dieser Weisheit, die gegenwärtig ist, die dir begegnen möchte, mehr Raum. Weil sie niemals falsch ist und niemals hinterhältig. Also wenn du ein hinterhältiges Gefühl überkommst, dann kann es sicher sein, das ist der Herr Grant und nicht die Weisheit. Es geht noch weiter. Meine Worte sind für den Klugen klar und deutlich. Sie sind richtig für alle, die Einsicht haben. Das ist natürlich so eine Geschichte. Alle, die Einsicht haben. Wer hat denn alles Einsicht? Alle diejenigen, die Jesus nachfolgen. Alle, die Jesus angenommen haben, die haben Einsicht in die Wahrheit. Nicht die volle Einsicht. Nicht die volle Weisheit. Aber wir haben Einsicht. Das heißt, für uns, was die Weisheit uns sagen möchte, kommt für uns klar rüber. Aber nicht für alle. Das heißt, es wird da draußen, selbst wenn mir die Weisheit sagt, geh in diese Richtung, wird es immer Menschen geben, die sagen, na, geh in die andere. Weil wir nicht davon ausgehen können, dass alle Einsicht haben. Aber vertrau auf dich selbst, du hast Einsicht durch unseren Herrn Jesus Christus. Wenn du dich auf ihn verlässt, gibt er dir Einsicht und weist dir den Weg.
Nehmt meine Unterweisung lieber an als Silber und Erkenntnis lieber als Gold. Weisheit ist wertvoller als alles, was wir auf der Welt kennen. Weil nur mit der Weisheit können wir ein Leben bestreiten und uns aus den ganzen Angriffen wehren. Und das ist für mich ein wunderbarer Vers. Nehmt die Unterweisung des Heiligen Geistes, weil die Weisheit, Gott wird nicht runterkommen, persönlich zu dir, vielleicht schon, aber eher unwahrscheinlich, persönlich zu dir runtersteigen und sagen, liebe Franziska, mach das. Aber er hat uns gesagt, ich schicke euch den Heiligen Geist als Helfer und Ratgeber. Das heißt, die Weisheit gärt nur mit dem Heiligen Geist. Weil der Heilige Geist ist der Geist Gottes. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass Gott die Weisheit hat über alles, dann schickt er uns den Heiligen Geist, der ebenfalls die Weisheit hat. Das heißt, ich muss mit meinem Heiligen Geist, der in mir ist, spüren, wo ist die Weisheit. Er hat sie. Ich habe also die Weisheit schon in mir. Und manchmal muss ich einfach auf die Suche gehen, wo ist sie denn? Ist sie ein bisschen oi gedruckt worden vom Herrn Grant? Hat sie im Moment nicht so viel Platz in meinem Herzen? Kann das sein? Weil der Ärger, die Wut vielleicht mehr Platz hat? Und an dem arbeite ich jeden Tag. Und manchmal gelingt es mir gut und manchmal weniger gut. Denn Weisheit ist wertvoller als Edelsteine und alles, was du jemals wünschen könntest, ist mit mir nichts. Entschuldigung, nochmal. Und alles, was du dir jemals wünschen könntest, ist mit ihr nicht vergleichbar. Lass uns nach der Weisheit nachjagen. Weil wenn wir der Weisheit nachjagen, jagen wir unserem Gott nach. Dann jagen wir unserem Heiligen Geist nach und dann jagen wir der Weisheit nach, die uns führt und leitet in unserem Leben. Ich weiß, wie schwierig das ist. Ich habe jeden Tag wieder Herausforderungen, wo es einfach nicht so gut geht. Lass uns den Schöpfer fragen, was wir tun sollen. Aber Gott ist manchmal so weit weg. Also ich habe letzte Woche einen Satz gehört bei jemandem. Ah, du mit deinem Gott. Ah, du mit deinem Gott wieder. Gott ist für viele Menschen weit weg. Weil er ist im Himmel oben, das wissen wir alle. Aber er hat uns doch den Helfer geschickt, der Heilige Geist, der uns führt und leitet und der die Einsicht Gottes hat, der die Weisheit Gottes hat. Wir müssen uns nur mit dem Heiligen Geist arrangieren und gutstellen und ihm einfach Platz geben. Dann bekommen wir Weisheit, weil nichts, alles, was du dir jemals wünschen könntest, ist mit der Weisheit nicht vergleichbar. Und das ist ja so eine Einladung auch jetzt in der besinnlichen Zeit, die bald kommen wird, sprich Advent. Such die Weisheit. Wenn das Familientreffen schon wieder ansteht und du nicht weißt, wie du mit manchen Situationen oder Personen umgehen sollst, lass den Grant keinen Platz. Und frag Gott, wie du es machen sollst. Dann geht's gut. Wenn du es nicht tust und dich von deinen Emotionen, die vielleicht jahrelang sich entwickelt haben, von dem leiten lässt, dann hast du verloren und der Feind gewonnen, spricht der Grant. Mir hilft es manchmal, dem Feind einen Namen zu geben, damit ich in richtigen Situationen, wenn ich merke, dass das wieder kommt, dann kann ich ihm sagen, hey, geh aus sie jetzt. Ich weiß nicht, wie ihr es vielleicht mit Kindern erlebt habt, aber wenn Kinder etwas machen, das mich voll auf die Palme bringt und die wissen ganz genau, wo sie drücken müssen, sind ja schließlich meine Kinder. Die sind genauso wie ich einmal war. Dann habe ich zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, ich schimpfe mit meinem Sohn
und sage, geh aus und mach das, was ich sage. Mehr oder weniger bestimmt, mit mehr oder weniger Grant. Hängt so von der Gemütslage ab. Aber ich kann auch mich entscheiden, zum Grant zu sagen, geh aus. Ich brauche die jetzt nicht. Ich will mit meinem Sohn eine gute Zeit haben. Punkt. Und diese Veränderung im Denken, da braucht es viel bei mir, dass ich das schaffe. Und bitte betet für mich, für meine Familie, dass das bei mir sich verändert. Ich bin dankbar, dass ich versuche, zumindest nicht immer und überall diesen Grand Platz zu geben. Es ist schon viel passiert, aber es ist noch was da. Und vielleicht geht es dir auch so. Und Gott gibt Weisheit. Wenn jemand nach Weisheit fragt, Gott gibt Weisheit. Zweiter wichtiger Vers. Gott gibt Weisheit. Jakobus 1,5. Der Jakobus war ja ein wunderbarer Mann. Der war immer so geradlinig. Das muss ein Tiroler gewesen sein. Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und wisst ihr, ich glaube an die Schrift. Wenn Gott sowas Menschen dazu inspiriert, dass sie sowas in die Bibel schreiben, dann muss ich daran glauben. Das heißt, wenn ich Weisheit brauche, weil ich wissen will nach Gottes Willen leben will, dann kann ich Gott darum bitten. Und wir bitten um so viele Sachen. Mein Gott, wenn ich mir meine Gebetswoche anschaue, wie viel Bitten ich da drin gehabt habe. Und wie viel Mal habe ich um Weisheit gebeten. Ui. Das Gleichgewicht ist ein bisschen in Schieflage geraten bei mir. Also wenn du nach Gottes Willen handeln willst, in Situationen, wo du bisher grantig geworden bist oder eine andere Verhaltensweise, eifersüchtig ist auch so Top 5, gell? Unter den Top 5 ist auch Eifersucht oder Neid. Bei mir ist halt der Grant, bei euch ist halt was anderes. Die Top 5, die ich loswerden will. Wenn ich wissen will, wie ich in diesen Situationen, wo ich neidisch werde, handeln will, dann frage ich Gott um Weisheit. Denn er weiß es besser. Dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Und das ist der Punkt, so ohne einem Vorwürfe zu machen. Das ist mit Menschen so eine Sache. Weil wenn ich zu meiner Frau oder zu anderen Personen gehe, um mich zu entschuldigen, das braucht eine Riesenüberwindung. Weil ich nicht weiß, wie reagiert der andere. Weil es obliegt dem anderen, mir zu verzeihen, nicht mir selber. Das heißt, ich muss mich irgendwie darauf verlassen, wenn ich jemanden um Vergebung bitte, dann begebe ich mich ja in ein rutschiges Terrain. Französischer Begriff, ups. Also einen rutschigen Untergrund, weil ich nicht weiß, wie der andere reagiert. Aber bei Gott weiß ich es, wenn ich die Schrift kenne. Nämlich, er wird uns Weisheit geben, ohne mit dem Zeigefinger zu kommen und zu sagen, das hast du aber nicht verdient, gell, Bua? Das macht er nicht. Er kommt, ohne uns Vorwürfe zu machen, und gibt uns Einsicht. Und Einsicht in das, was wir jetzt tun sollen. Ich finde dieses Wort Einsicht so wunderbar, weil Weisheit ist so ein großer Begriff für viele. Weise bin ich dann, wenn ich alt bin. Weiße Haare habe. Sie kommen bei mir schon langsam. Nein. Weisheit habe ich dann, wenn ich Gott darum bitte. Und dass er mich zu einem weisen Mann macht, weise Frau macht. Wenn ich, je mehr ich um Weisheit bitte und um Einsicht bitte, desto weiser werde ich und brauche vielleicht nicht immer Fragen. Vielleicht kennst du das auch beim Kinder, wenn Kinder anfangen, die Sachen zu fragen. Und sagen, du Papa, wie geht denn das da?
Ganz egal, was es ist. Und dann macht man das ein paar Mal und fragt den Papa und der Papa ist nicht böse. Dann kann man es wieder machen. Und irgendwann weiß man, wie es geht. Fragt mein Papa nicht mehr. Wenn du beim 35. Mal ein IKEA-Regal zusammengebaut hast, weil du weißt, wie es geht, fragst du nicht mehr. Und so ist es mit deinem Leben auch. Dein Leben ist wie ein IKEA-Regal. Manchmal brauchen wir eine Anleitung. Manchmal brauchen wir eine Anleitung. Wir brauchen jemanden, der sagt, wie geht denn das komplizierte Leben? Ich weiß gar nicht, wie. Wie soll ich denn da machen? Aber die Frage ist, wen frage ich jetzt? Frage ich 100.000 andere? Frage ich vielleicht noch einen Feind und lasse einen Grand zu und sage, warum geht das nicht? Wer hat denn das gebaut? Wer hat denn das gemacht? Wer hat denn das verkorkste Leben mir gegeben? Und ich fange an, Gott anzuklagen. Bitte tut es nicht. Fragt es stattdessen um Weisheit. Und er wird es auch geben. Und Schritt für Schritt wirst du dich in deinem Leben besser auskennen und irgendwann musst du nicht mehr fragen. Weil du weißt, wie es ist. Ach, wie schön, wenn ich das weiß, dass er mir immer Weisheit gibt, ohne mir Vorwürfe zu machen. Nämlich unter diesen Umständen, wenn ich das weiß, ist Vergebung leichter. Wenn ich um Weisheit bitte, Weisheit führt zu einer echten Vergebung und die brauchen wir. Davon bin ich überzeugt. Wenn ich Gottes Weisheit habe und er mir sagt, zu welchem Zeitpunkt ich wem wie vergeben soll, dann ist der richtige Zeitpunkt und dann ist echte Vergebung möglich. Ich erinnere mich an ein Zeugnis, ich glaube, das war vom Heinz, der gesagt hat, kürzlich einmal mit der Familie, dass der Herr ihm die Familie zum richtigen Zeitpunkt auf den Weg geschickt hat. Er wollte ihnen vergeben und hat gesagt, wo triffe ich die jetzt? Wenn Gott will, dass der Zeitpunkt jetzt ist, dann schickt er euch die Personen auf den Weg, um echte Vergebung zu erfahren. Lass Gott arbeiten und frag um Weisheit. Er wird dir es geben, ohne dir Vorwürfe zu machen. Da ist jetzt die Titelfolie. Hurra! Gib der Weisheit Gottes eine Chance in deinem Leben. Gott will dir Einblick geben in seinen Plan. Lass es bitte jetzt zu. Ab heute. Ab heute mehr. Und ich wünsche uns das alle. Nicht nur mir selber. Ich bin ein bisschen eigennützig heute, weil ich brauche es am nötigsten. Aber wenn es jemand braucht, Gott hat genug davon. Weisheit ist nicht in Pandemiezeiten ein Klopapier, das ausgeht. Weisheit ist genug da. Und wenn ich jetzt ganz viel nehme, ist für die immer noch genug da. Und für ganz viele Menschen in den Gemeinden, die um Weisheit bitten. Deswegen, Wochenthema. Ich bin überzeugt, Gott hat mir genau diesen Satz gesagt. Gott schafft Begegnungen mit seiner Weisheit. Schau dich um, wo die Weisheit ist, an deinen Kreuzungen, dort, wo du nicht weiter weißt und denkst, gehe ich jetzt links oder rechts oder wie mache ich das, da ist ganz sicher die Weisheit versteckt. Du musst ihr nur Raum geben. Gott schafft Begegnungen mit seiner Weisheit. Achte darauf, wo dir die Weisheit begegnet und handle nach ihr. Und für manche, wie für mich, die noch nicht so fortgeschritten sind mit Weisheit. Die fangen einmal im ersten Teil des Satzes an. Nämlich mit achte darauf, wo dir die Weisheit begegnet. Punkt. Wenn du weißt, wo die Weisheit ist und wenn du von ihr schmeckst, wenn du sie nimmst und du schmeckst die Weisheit, dann kriegst du Lust drauf. Das ist wie mit dem lebendigen Wasser, das Jesus uns geben möchte. Wenn du die Weisheit schmeckst, dann willst du nichts anderes mehr. Und dann fällt es vielleicht auch unter Umständen leichter, in schwierigen Situationen weise zu handeln. Und ich sage nur einmal, ich gehe nochmal zurück zu diesem Vers, bevor wir schließen.
Er ist bereit, dir immer Weisheit zu geben, ohne dir Vorwürfe zu machen. Immer, immer wieder. Und wenn du wieder mal in die Falle tappst, gib nicht auf. Jage dieser Weisheit nach und handle nach ihr. Und ich freue mich darüber, wenn irgendjemand von euch irgendwann, morgen, nächste Woche, in einem Jahr, Zeugnis geben kann, wie er die Weisheit gefunden hat. Das kann andere ermutigen. Und wie er mit der Weisheit umgegangen ist. Weil das muss man jeder selber rausfinden. Wie geht er denn mit Weisheit um? Das ist die Beziehung zum Heiligen Geist. Wenn die Beziehung zum Heiligen Geist funktioniert, dann zeigt mir der Heilige Geist, wie ich die Weisheit verwenden kann. Und da müssen wir lernen, da müssen wir wachsen. Ich freue mich schon auf den Wachstumsabend am Mittwoch, wo wir genau diese Frage, was tue ich denn, wenn ich die Weisheit gefunden habe, wenn ich weiß, wo sie ist und wenn ich darum gebeten habe, aber es ist mir ein bisschen zu viel jetzt. Wie gehe ich denn mit dem um? Das werden wir uns am Mittwoch anschauen, im Wachstumsabend. Ich möchte euch wirklich ermutigen, dieses Thema wirklich ernst zu nehmen. Gib der Weisheit Gottes in deinem Leben eine Chance. Weil nur so geht es leichter. Keiner wird wissen, keiner wird wissen, es gibt Herausforderungen im Leben, das hat uns niemand gesagt, dass sie nicht kommen. Aber wir haben Hilfe. Die Weisheit ist der erste Hilfekoffer, den Gott uns gibt über den Heiligen Geist. Der Notfallkoffer, den der Heilige Geist immer bereit hat und er hat eine super Notarztausbildung. Der Heilige Geist hat eine super Notarztausbildung, gerade dann, wenn der Herr Grant kommt, gerade den Notarztkoffer holen lassen und sagt, Heiliger Geist, hilf mir jetzt bitte, ich brauche deine Weisheit, wie ich jetzt weiter tue, damit der Grant nicht so viel Platz hat. Lass uns das wirklich üben, Tag für Tag, immer wieder neu. Und wenn jemand ein Profi ist da drin, bitte, sagt es mir, dann kann ich auch viel lernen davon. Halleluja. Hey, Lob und Preis, die erhebt die Herr. Ich danke dir, dass du mitten unter uns bist. Ich danke dir, dass du Weisheit gibst, wenn wir danach fragen, ohne uns Vorwürfe zu machen, Herr. Dass wir immer wieder kommen dürfen und deine Weisheit zu bitten. Hey, ich danke dir, dass wir nur mit dir in Weisheit wandeln können und das Leben schaffen können. Herr, gießt du vor allem heute Weisheit aus. Gießt du Weisheit aus über jeden Einzelnen. Gib uns Einsicht in Situationen, die wir bisher nicht gut gemeistert haben. Du kennst die Situationen. Dass wir beim nächsten Mal, wenn sowas passiert, in Weisheit handeln dürfen. Weil wir uns auf dich und auf die Weisheit stellen dürfen. Und auf deine Verheißung, dass du uns Weisheit gibst, wenn wir darum bitten. In Jesu mächtigen Namen. Amen.